Meine Videos, mal gucken. Nee, nicht meine Videos. Abos, so. Was will der? Kickstarter, Nintendo. Oh, alles klar. Könnte ich mir erst mal. Oh, hier ist ein iBlali-Video, aber darauf will ich, glaube ich, nicht reagieren. Morddrohungen wegen ihrer Frisur, alles klar. Okay, ein Malte-Video, ein neues Varion-Video, ein neues realer Irrsinn. Sehr cool. Dann gucken wir noch mal hier so an. Best Fails, irgendwas. Mal gucken, was da hier vor 3 Stunden. Und nochmal Funny Fails vielleicht. Mal gucken, was es so gibt. Aber weil alle die gleichen sind, ne? Okay, wir machen einfach mal hier Alien, weiter. kennt ihr? Wir machen einfach mal hier los. Damit fangen wir an. Dann habe ich was, direkt was essen. Und zwar. Diesen Stift sollte es nicht geben. Edding 3. Okay. Was auch immer das ist. Ja, die sind richtig cool. Wer TapTap nicht auch meinen Emote-Vorschlag oder von jemand anderem? Ich glaube, der kam von dir, Doni. Ich glaube, der kam von dir. Ja. Edding, kennt jeder, riecht nicht gut. Man riecht trotzdem dran. Ja, aber warum riecht er denn eigentlich nicht gut? Wie schwierig kann es bitte sein, einen Stift zu produzieren, der nicht so stinkt? Und warum gibt es mehrere Non-Permanent-Folienschreiber? Warum gibt es überhaupt einen Non-Permanent-DVD-Marker? Heute mal DVD umbenennen, man kennt's. Und was haben die Zahlen auf den Stiften wirklich zu bedeuten? Der digitale Produktkatalog von Edding spielt sich wie ein Dialogbaum von einer kompletten D&D-Kampagne. Warum? Wer. Ich weiß nicht, wie spannend es ist, ein Video über Edding zu gucken. Aber mal gucken. Liest sich denn 209 Seiten euer, das sind unsere Stifte, Katalog durch? Ich, stimmt, aber auf dem Zweitkanal. Smash. Smash. Was kommt als nächstes? Edding Klopapier? Es wischt nicht, es malt? Jetzt mal ehrlich, Edding. Warum gibt's einen Röntgenmarker? Wollt ihr mir die Beine brechen? Nach 2 Videos von unserem Team über eure hinterlistige Produktpalette seid ihr wahrscheinlich mehr am Schwitzen als neuer Edding im Close-Up. Dabei haben wir bisher nur die Oberfläche des endlos tiefen Tintenfasses beleuchtet. Wie viele Leute arbeiten wirklich für euer kleines Kalligrafie-Konglomerat? Gibt es am Standort Bautzen nur braune Stifte? Warum macht in Bautzen alles um 21 Uhr zu? Und wieso kommt der Ex-Freund meiner Verlobten aus Eddinghausen? Edding, ja, Eddinghausen. Bevor ich euch auf dem Kicker hatte. Es war schon immer Edding. Und deswegen muss ich einfach nochmal fragen. Edding, was ist eigentlich falsch mit dir? Aber mir diese Frage zu stellen oder euch, das bringt uns ja nicht mehr weiter. Also habe ich gedacht, ich gehe einfach zu dem echten Edding und frag mal nach. Hör mir mal ganz gut zu jetzt. Ja, nachdem Edding mich auf TikTok mies gefrontet hat, haben wir uns auf ohne Treten geeinigt und ich bin nach Bautzen gefahren, um mit meinem investigativen Malterner Team den richtigen Leuten die wichtigen Fragen zu stellen. So, kaufmännische Geschäftsführerin von Edding. Was ist eigentlich falsch mit euch? Und ihr seid heute hier für die Wahrheit, für die Antworten. Nichts, würde ich sagen. Nichts? Nö. Gut, das würde ich an ihrer Stelle jetzt auch sagen. Das ist nämlich Franziska Sil, kaufmännische Geschäftsführerin von Edding am Standort Bautzen. Hast du eigentlich das erste Edding-Video von mir gesehen? Ja. Was war dein erster Eindruck? Also ich fand's lustig. Und ja, die haben uns auch dank des Social Media Teams von Edding wirklich bei sich reingelassen. Damit ich dann investigative Fragen stellen kann wie: Warum riechen Edding-Stifte so schlecht? Gut, interessant. Also ich würde nicht sagen, dass unsere Produkte schlecht riechen, sondern charakteristisch. Schatz, der stinkt nicht, der riecht charakteristisch. Und jetzt genau. Zieht er an der Kappe. Und das liegt natürlich an den. Ja, ich kann auch gerne mal dran riechen. Ja, das ist schon krass, oder? Schlecht ist das nicht, würde ich sagen. Der wahre Grund für den Geruch sind aber die verwendeten Rohstoffe für die Tinte und gerade die Lösungsmittel fürs Permanentgeschäft riechen eben. Selbst bitte fürs Einchecken. Wie sie riechen. Auch ein bisschen geil. Mit anderen Worten. Wer muss nicht duften? Nicht weil es muss wirken. Und weil es jetzt vielleicht so rüberkommt, dieses Video ist übrigens nicht gesponsert von Edding.
Ich habe sogar einen Beweis. Ich weiß nicht, wie witzig du das findest, aber ich habe dir den Big-Stift mitgebracht. Ja. Mhm. Und ich würde auch vielleicht hier so... Findest du das lustig? In Fact gibt's heute gar keinen Sponsor, dass wir dieses Video umsetzen können. Du musst auch mal riechen. Woran denn, Löffli? Woran denn? Edding-Parfüm, genau. Euch. Wow. Euren Views, den Likes und den Kommentaren. Es gibt ja so ein neuer Kartengeruch, ne? Von Yu-Gi-Oh! Glaube ich. So ein Parfüm, was nach neue Karten riecht. Geil. Wenn du also den Kanal kostenlos supporten willst, an Edding. Und ein Abo dalassen. Trotzdem natürlich auch nochmal Danke an Edding. Moment, ich muss ja auch noch einchecken. Ich fäng, boah, bin ich dumm. Luni, genau, einchecken nicht vergessen, Leute. Ohne die hätten wir obviously gar nicht drehen können. Ich meine, wir wurden sogar persönlich auf allen Bildschirmen begrüßt. Als Malternative. Einchecken, Mensch, Leute, ja. Ja, wir haben dir eine kleine Tour vorbereitet bei uns. Ne? Aber du bist ja nicht nur zum Schauen da, oder? Du willst auch Arbeiten anpacken. Hier. Deshalb, wir haben dir hier auch schon eine Arbeitsjacke. Sieh die mal bitte an. Aber ich bin unkäuflich. Ich laufe doch nicht als lebendige Werbetafel durch das Video. Ich lass mir keinen Honig ums Maul schmieren und irgendeine Jacke. Das ist ein bisschen Ferrari gerade. Ja, wirklich, ne? Das sieht so ein bisschen so nach Motorsport aus. Nein. Aber wenn wir schon kostenlos Werbung für Edding machen, habe ich mir gedacht. Hier, das muss sich ja lohnen. Ne? Also ich sag's nur. Wir nehmen alles mit, was es umsonst gibt. Alles. Find's halt, kannst du mir das erklären? Warum habt ihr eine Edding-Grillzange als Merch? Naja, ich meine, Grillen ist doch auch so ein Hobby im Endeffekt. Kannst du auch fragen, warum... Ach, danke, Sammy, für die Liebe. Ich nudel euch alle, okay? Nudel alle, so. Warum wir andere Merchandise-Artikel haben... Ich meine, ja, könnte ich. Warum gibt's einen Edding-USB-Stick? Warum gibt's eine Edding-Soundbox? Bleibt der Ton! Ich könnte aber auch fragen, warum ihr mitten im Winter das Grillset immer noch verkauft. Wir haben ja einen Edding-Fanshop. Ich weiß, ich habe den leer gekauft. Hast du auch schon einen Flaschenöffner? Ja, natürlich. Hier, den finde ich eigentlich ziemlich cool. Zeig mal. Cool. Oh, der ist wirklich ziemlich cool. Ja, ich denke... Der steckt einfach alles rein. Den hast du schon. Ich brauche Danke, mit Knuddel. Mehr als eine Flasche. Halt, also sind wir losgegangen und haben uns angeschaut, was in Bautzen so seit 1992 permanent in den Produktportalen produced wird. Eine Besonderheit hier in dem Sortiment ist natürlich dann auch Edding Tattoo, weil seit 2020 fertigen wir hier vor Ort auch exklusiv. Ja, er hat aber alles, ne? Die Edding Tattoo Farbe. Und oh, das ist hier der Container. Hier in diesem Container her. Edding Tattoo Lab? Ja. Ich möchte nur ganz kurz sagen, das habt ihr doch von mir geklaut. Also ich weiß, es ist nur ein Herz. Aber das habt ihr doch von mir geklaut. Ja. Kannst du mal unseren Merch daneben einblenden? Das ist so ein bisschen hier wohnt der Herr. Aber so nie. Während der Produktion dürfen keine Fenster geöffnet sein. Man muss sich desinfizieren. Sein. Im Anschluss werden dann die Farben aber auch nochmal sterilisiert, um ganz sicher Wie zu sein. Sterilisiert man eine Farbe? Das findet mit einer Gammastrahlen. Bestrahlung statt. Der Hulk wurde auch damit gemacht. Ja. Dann müssen wir erstmal einen Test machen. Ich weiß nicht, ob ich bei Edding ein Winter zustechen lassen würde, weil Edding ist nicht ganz so gesund. Hab ich's getan? Nee, gar nicht. Ja, wir wollen ja fast jede Oberfläche markieren. Ich weiß nicht, ob Edding mich als lebendige Werbetafel komplett bedrucken will. Aber für den richtigen Preis bin ich euer Mann. Kann ich einen haben? Ich nehme ihn mal mit. Kriegst du nachher wieder. Müssen wir noch eine Taschenkontrolle dann machen? Ich würde dir das empfehlen, ja. Aber bevor ich komplett Bautzen Edding freiklaue. Hab ich nicht mehr, was Edding alles hat. Ich frag mich, was Edding alles nicht hat, genau. Ein Edding-Haus, Edding-U-Boot, Edding-Flugzeug. Musste ich erstmal lernen, wie so ein Stift denn überhaupt zusammengebaut wird. Und deshalb starten wir jetzt bei uns im Testcenter, wo du mal selber einen Stift zusammenbauen kannst. Yay. Eine Schutzausrüstung ist natürlich wichtig. Hey, Ständig, wie geht's dir? Du siehst sie. Der ja kein Edding im Auge, Edding in der Nase reicht schon. Sollte man auch nicht Hast machen. Hast du mal Edding auch gerochen? Okay, ja, ich mach Schutzausrüstung. Ist okay. Es gibt einen Filter. Ja? Es gibt eine... Nein, das ist ja nicht. Ich habe ja nur, ich wollte nur mal ja. wissen, woher der Geruch kommt, verstehst du? Ja, aber das ist eine geruchlose Tinte, das kann ich ja schon sagen. Ja, einfach den Tinsler. Ihr könnt es doch. Ihr macht es ja absichtlich, das geht auch ohne. Ich weiß nicht. Ganz darauf an, welche Eigenschaften wir Richtig. Haben. Richtig. Geruchslos. Und jetzt kannst du das
mittig. Digga, super, fühle mich nur alt und bei dir so cutie picky. Cutie pie. Mir geht's gut. Ich fress gerade Pizza und wir gucken gerade Videos. Lecker, lecker. Das wird niemals funktionieren. Ich bin da viel zu aufgeregt für. Klar, ist mir so. Ja. Und langsam rein. Klar. Ui, guck dir das an, das ist ja krass. Ja. So jetzt. Sieht es denn aus? Ja. Der halbe Edding ist schon fertig. Ja. Lass ich das hier drauf oder hol ich das? Das lässt du das jetzt hier. Du hast den angefasst ohne Handschuhe. Es ist ja sauber, ist eine Schutzhülle drum. Ah, okay. So. Ach so. Dann kommt das mit der. Nö. Salami-Pizza, ja. Einspritztiefe nach oben, ja? Ja. Damit sozusagen die Spitze, die du jetzt dann reinmachen musst, den auch gut greifen kann. Kommt ein Mundstück da drauf? Ein Mundstück? Ja. Das ist nicht richtig. So. Da habe ich doch geschafft. Ja, natürlich. Und jetzt kommt die Spitze da. Hast du noch mehr? So. Cool. Und jetzt könnte man warten, bis dann die Tinte raus, vorne rauskommt und dann kommt noch eine Kappe drauf. Das war's? Ja, das Etikett kommt dann auch noch drauf. Ah, okay. Ja. Mache ich die Kappe drauf? Ja. Okay, ich habe Kappe drauf. Ja, das wird, das geht. Guck mal, du kannst. Nee, das war. Oh, nee, das war nicht gut. Das war nicht gut, ne? Bisschen Abzüge in der B-Note, aber der schreibt trotzdem noch genauso gut. Grundsätzlich sieht er nicht schön aus. Der schreibt genauso gut. Nicht beim Urologen, nicht bei der Geburt, nicht beim ersten Mal. Ihr wollt einfach nicht diese Erfahrung gemacht haben. War ein bisschen peinlich. Ah. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Zwei, er ist eine Falte. Hier ist ein Versatz. Das darf nicht sein. Es ist ohne. So. Und dann richtet man noch sozusagen die Kappe aus, dass der Clip zu dem Logo des Eddings ist. Kappe zum Etikett ausrichten. Das ist wichtig. Merkt ihr das? Aber so schlimm genau. Ist es nicht. Salami Yumi, ja. Es kommt mir vor, dass ich mit ihm rede, als wäre er dumm. Irgendwie schon, gell? Ich mache gerade noch nebenbei eine mit Metal Gear Mission. Und dann kommt ein Video auf einmal, der Sound, dass man entdeckt wurde. Ach nein. Ach, Dafi. Es ist ein. Ist akzeptabel. Was hättest du bekommen? Nein, ich bin leid. So, Dafi. Das jetzt nochmal. Ja. Ich finde das auch gut, wie meine Schutzbrille perfekt sitzt. Danke. Der ist besser, gar nicht so, der ist gar nicht besser schlecht geworden, als der erste, ja. Ja. Was fehlt? Ein kleines. Fehlt noch. Ja, das auch, aber. Ach so. Sehr gut. Das ist wie wenn man klatscht, wenn der Pilot gelandet ist. Werden die nicht maschinell hergestellt oder wie? Machen wir jedes Mal hier da was? Aber es gibt natürlich trotzdem kritische Fragen. Zum Beispiel, wie lange schreibt so ein Stift überhaupt? Nehmen wir doch einfach mal den Edding 89 Office Liner. Ungefähr 1000. 1000 Meter. Ich kann den Kilometer malen. Ich könnte halt hier in diesem Raum nicht arbeiten, wenn das Ding läuft. Das ist mein Subway Surfer. Ich habe dann da also gesessen und mir gedacht, das dauert ja echt lange. Überraschung, da sitzen jetzt nicht 12 Heinzelmännchen in der Fabrik und drehen die Dinger per Hand. Wäre aber auch funny irgendwie. Ja. Oh nein, echt nicht, schade. Jetzt gehen wir in die Spritzerei. Die ich bin zu alt für diese Witze. Spaß beiseite. In Bautzen werden vor allem die Edding-Stifte hergestellt, die aus Kunststoff bestehen, weil eben auch vor Ort die Spritzerei ist und stattfindet. Dafür werden dann entsprechende Werkzeuge entworfen, wo dann Heißab, bei der Ecoline übrigens komplett recycelter Kunststoff, reingespritzt wird, abkühlt und am Ende eben als Kappe, Schaft oder sonst was wieder rauskommt für den Edding 300 oder 400 oder 3000 oder 1255. Ja, das werden sie. Wofür stehen denn eigentlich die Ziffern bei Eddings und warum sind die nicht einfach fortlaufend? Na, wir haben ja mit dem Edding Nummer 1 angefangen. Das ergibt Sinn. Und dann sind ganz viele verschiedene neue Stifte dazugekommen. Wenn wir dann immer fortlaufend weiter nummeriert hätten, dann wäre das ziemliches Durcheinander geworden. Und wir haben also eine gewisse Nummernlogik, die sich aber vielleicht nicht immer dem Kunden grundsätzlich erschließt. Das muss also auch gar keinen Sinn ergeben. Vergiss die Nummern! Warum habe ich mir dann 209 Seiten Katalog gemerkt? Ne, so 8040 oder sowas, das sind meistens Spezial. Ist das der Wäschemarker? Leicht. 8040 Wäschemarker? Nee, sag mal. Das weiß ich gar nicht, ich glaube ja. Ach ja, um anzugeben. Perfekt. Wie lange würde sich so ein Stift in einer Zeitkapsel halten? Wir haben schon Kundenschreiben bekommen, die uns widerspiegeln, dass unsere Stifte 20 bis 25 Jahre lang haltbar sind und dann auch noch schreiben. Und riechen tun die auch wie am ersten Tag. Und wenn wir schon bei Zahlen sind, in Bautzen werden am Tag bis zu 1,6 Millionen Teile und entsprechend bis zu... Der Collab war wundervoll. Drei super süße Menschen, drei super süße Zimmer. Bitte vorbeigucken.
Ampha, Musicat und Latin Fluff. Ich hab die alle ganz toll lieb und wir machen auf jeden Fall bald wieder was. Naomi, Hallöchen, wie geht's dir? 400.000 Stifte hergestellt. Man muss ja sagen, das sieht immer so schön bunt aus, aber die Lieblingsfarbe unserer Kunden ist leider immer noch schwarz. Also wenn man Edding sich kauft, dann den schwarzen. Ich klaue übrigens nicht gern, aber ich habe die ganzen Sachen immer noch. Taschenkontrolle gab's nicht. Ja, mein... Er macht jetzt kostenlos Werbung für Sie. Brauchen Sie eigentlich, weil Sie sind ja eh eine führende Marke. Und, die scheißen aber drauf. Gut, und dir, mir geht's auch gut. Danke schön für die Nachfrage und schön, dass du hier bist, ne? Ich freue mich. Herzlich willkommen. Und jetzt geht's an die Wurst, würde ich sagen. Jetzt, an die Wurst. Jetzt geht's an den Stift. Stellen wir endlich Stifte her. Wir gehen zum 400er natürlich. Endlich 400er. Yeah. Ich hab die ganze Zeit drauf gewartet. Ihr habt eine Maschine dafür und du hast mich und Steffi da einmal 20 Minuten rumpopeln ja. lassen. Ja, na? Und an diesen Fließbändern wird dann quasi Hochzeit gefeiert. Die machen jeden Schritt automatisch bis hin zu... Das war seine Bezahlung, ja. Anbringen. Das war ziemlich nervig, per Hand drauf zu machen. Kann man probieren? Ja. War nicht so cool. War nicht aber jetzt rein. Zwischendurch hat die Maschine dann keinen Bock mehr gehabt. Kaum ist der Malte da. Hat er schlechte Schwingungen. Es tut mir leid, ich hab's kaputt gemacht. Ich hab nichts gemacht, ich schwöre. Danke für Wandschubsi, Luni. Dankeschön. Oder vielleicht doch? Ich zerstöre euch von innen, Edding. Aber für die Feinjustierung der Geräte laufen in der Halle extra Kolleginnen rum und unterstützen die Leute in der Fertigung. So ein Stau kann zum Beispiel schon durch die Vibrationen und Co. entstehen und da gibt es ein bisschen Ingenieurs-Magic und zack, es läuft wieder. Aber es kann natürlich trotzdem immer irgendwas schieflaufen. Zum Beispiel wolltest du einen Whiteboard-Marker produzieren und hast aus Versehen permanent Tinte genommen. Das ja. ist super witzig als Prank auch. Der Prank-Marker. Und die Kollegin, genau. Die hat heute noch einen Sonderauftrag reinbekommen von uns. Das wäre lustig, ne? Wenn Edding einen Prank-Marker rausbringen würde, was gar nicht, was so schreit, aber nicht permanent, dass du es mal easy wegbekommst. So zum Prank, zum Pranken halt. Meine Mission ist MG war 5 Gefangene zu erledigen und plötzlich ist es sind Kinder. Ne, dann darfst du sie nicht erledigen, Daffy. Ne, das sind die Kinder. Mhm. Und der steht hier unten. Was kommt jetzt? Und zwar haben wir hier eine Sonderproduktion heute. Ich bring mal schnell den Rest meinem Bruder, dann bekommt er auch noch was. Bis gleich, ja?
hab ganz vergessen, auf das Chatting zu wechseln. Zack. Fertig. So. So, wir sind wieder da, Leute. Ich darf die Kinder retten zum Glück. Das ist sehr gut. Die haben den gleichen Mütterlich auf der Arbeit. Nice. Ja. Wirklich, das ist ja insane. Von Malte Hand verlesen. Ja. Das ist richtig cool. Ja. Und ja, die haben das wirklich gemacht. Manuela hat die Rolle verladen und dann ging schon los. Also Stift richtig drehen, Filter reinschauen, ob der Filter auch richtig wirklich drin ist. Geil, die haben einfach Malte-Eddings gemacht. Wie cool. Stift rein, nochmal überprüfen und wenn alles passt, gibt's ein Etikett und eine Kappe. Natürlich, richtig gedreht. Alles automatisch und nicht per Hand. Und alles für einen Alternativmarker, wo drauf steht, dass der unverkäuflich ist. Wie soll ich denn jetzt reich werden? Wir hoffen, es war eine gelungene Überraschung. Ich find's wirklich richtig cool. Jahrelang habe ich mich beschwert. Ja. Da ist er. Kennst du das, man kriegt was geschenkt und dann hat man aber selber aber gar nichts mitgebracht? Unangenehm ist das jetzt ein bisschen hier. Stell mal vor, du machst drei Videos über Edding und... Man kenn ich schon mal. Mal gucken. Sag was falsch mit dir und die machen dir da 2000 Stifte. Irgendwas führt dir doch im Schilde, Edding. Oder vielleicht auch nicht. Ich möchte mich nicht beschweren, aber hier sind ein paar Mal Alternativmarker ohne Kappe, Leute. Ne? Also das geht ja so nicht. Die schraubt hier jemand noch per Hand dran und wenn ich das selber mache. Ein Catcher-Edding, ja. Der ist am Pink. Nicht, dass die nachher mich nur angelogen haben und die Dinger jetzt für 20 Euro verkaufen. Überleg mal, Edding, die sind doch nicht so blöd und machen hier Stifte für mich umsonst. Turns out... LOL. Doch. Als und natürlich ob... kannst du die auch mitnehmen und... zum Autogramme schreiben, wenn... Als ob der jetzt so zwei Pakete Edding bekommt. Geil. Nutzen oder halt auch verlosen innerhalb deiner Community. Aber ich frag mich, wer so einen Alternativmarker überhaupt haben will. Vielleicht müsstest du das in die Kommentare schreiben, wenn du da Bedarf siehst. Und wisst ihr, da fühle ich mich ja auch richtig gut dabei, wenn ich sage, fuck! Ja! Edding bei TikTok und bei Instagram, spamt den mal ein alternatives Dankeschön in die Kommentare, weil das hätten die ja auch einfach nicht machen müssen. Außerdem verlosen die auch noch selber was. Einfach auf TikTok gehen, die Frage richtig beantworten und ihr könnt alternative Shirts und... Wäre schon nice, ne? ...Marker gewinnen. Und ich glaube, spätestens da ist mir klar geworden, Edding, die sind gar nicht so corporate, wie man nach der 500.000. DIY-Steinanmale-Inspiration vermuten könnte. Wir sind jetzt vielleicht nicht so der übliche Arbeitgeber. Wir prägen hier ein sehr familiäres Umfeld. Der Mensch an sich ist uns sehr wichtig. Und das ist natürlich was, was wir uns bewahren und weiter noch ausbauen wollen. Und alle Leute, mit denen wir gesprochen haben, sind doch quasi seit ihrer Ausbildung bei Edding da. Manche einfach seit über 20 Jahren. Und manche Azubis sind Leute, deren Eltern auch bei Edding seit Jahrzehnten arbeiten. Zahlen die so gut, Alter? Ich bin wirklich verwirrt, weil das klingt, als hätten die Leute hier Spaß. Arbeiten die bei euch nicht? Bei uns klingt das nie so. Tja, dann fang doch bei uns an. Dann hast du vielleicht mehr Spaß. Und wenn du auch zum Chef Spaß haben willst, alle Infos zur Ausbildung und Co. gibt's auf der Karriereseite von Edding. Und dort findet man dann immer entsprechend ausgeschrieben, welche Ausbildungsberufe... Hört sicherlich schlecht an, ne, bis jetzt. ...für wir dann im nächsten Jahr... an den jeweiligen Standorten anbieten. Okay, genug Liebhaben. Wir sind ja hier für die kritischen Fragen. Warum gibt es denn jetzt hunderte verschiedene Marker? Den Tiefkühlmarker, Porzellanmarker, Wäschemarker, wenn es den Permanentmarker schon gibt? Insofern du sicher sein willst, dass ein Stift macht, was er soll, auf der Oberfläche, auf die er soll, dann kommst du halt immer besser, wenn du den passenden Stift dir dann halt auch dazu kaufst. Was dir am Spaß bei der Arbeit ist, kann ich mir auch nicht vorstellen. Es ist wirklich schlimm, dass wir für viele Untergründe den richtigen Stift haben. Und wenn es am Ende auch nur eine Inspiration sein kann, überhaupt drauf zu schreiben. Wäre jemand ernsthaft vor dem Tiefkühlmarker auf die Idee gekommen, die kalte sorbische Hochzeitssuppe im Tiefkühler zu beschriften? Sind vielleicht gar nicht all die Marker von Edding das Problem, sondern ich? Bin ich falsch mit Edding? Alter, wie viel Edding-Zeug da hier rumsteht. Edding-Spray, Edding-Aufstrich. Alter. Würde ich fragen, aber dann hat Franzi mir gezeigt, wie man richtig auf einem T-Shirt unterschreibt. Mann. Das ist doch hier extra... Warte mal, warum ist das ein 3000er? Ja, wenn, der geht doch genauso, der hält dann besser. Noch. Ich kann mit dem Edding 3000 Permanentmarker auch auf Textil marken. Natürlich. Warum gibt es einen Textilmarker? Das weiß ich auch nicht. Und dann fingen die Fragen wieder von vorne an. Wenn ich den nehmen kann, warum dann den anderen kaufen? Wenn die Zusammensetzung bei dem für Wäsche besser ist, warum nehmen wir den dann nicht? Wir sitzen noch an der Quelle. Haben die Zahlen vielleicht doch eine geheime Botschaft? Kann man mit dem Alternativmarker auch so, T-Shirts, ne, beschriften? Wollen die mir wirklich ein Tattoo stechen? Wollen die mir ein Tattoo? Wie kann ein Edding-Video so interessant sein? Ja, lass ich mir auch. Tiefkühlmarker stechen!
würde ich fragen, wenn ich nicht einen kompletten... Anfang war ich ja noch skeptisch, ne? Aber dann ging die 17 Minuten einfach durch. ...einen Tag mit Franzi und Crew durch eine Edding-Fabrik gegangen wäre und Interviews geführt hätte. Natürlich kann man mit dem Permanentmarker auf allem schreiben, aber für das beste Ergebnis nimmt man auch den entsprechend optimierten Marker. Und die sind alle bei Edding ein bisschen zur Tinte für die Oberflächen angepasst. Es ist nur ein Zufall, dass der Edding-Permanentmarker eben auch extrem gut auf Kleidung funktioniert. Und das bedeutet... Der Alternativmarker, der kann das auch. Der markiert auch quasi überall. Zwar nicht überall so perfekt wie das entsprechend optimierte Produkt, aber überall. Überall! Und das ist ein bisschen cool. Aber glaubt ja nicht, dass ihr damit durch seid. Edding! Kennt jeder. Riecht nicht gut. Man riecht trotzdem dran. Teil 4 kommt auch noch. Ihr Stiftchen. Alter. So, James, wieder... So, kurzes Mal-Varion-Video. So, James, du darfst gerne... Pause. So. Ich schreibe erst mal hier Vortrag halten in der Berufsschule. Let's go. So, James, du darfst gerne beginnen mit deinem Vortrag, wenn du soweit bist. Okay, alles klar, Frau Lehrerin. Das wird so ein Festgerechte. Das glaube ich auch schon, das wird lustig. So, mein heutiges Referat halte ich über Gabelstapler. Du meinst doch Gabelinski, Mario, oder nicht? Mario, sei mal ruhig da, der bitte. Der Gabelstapler ist ein sehr gutes Flurförderzeug und eignet sich hervorragend, um schwere und unhandliche Dinge zu transportieren. Du, deine Mutter ist so unhandlich, die kommt von A nach B nur mit dem Flurförderzeug. So, ihr Bein, jetzt ist er auch gut da hinten. Manche Gabelstapler können bis zu 7 Tonnen heben, elektrische in der Regel aber nur bis zu 3. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Gabelstaplern. Was denn für Arten? Der Stapler ist doch kein Raubtier, und oder? Und da hinten sehen Sie in freier Wildbahn den nordamerikanischen Weißkopfseestapler fahren. Zum Beispiel der Hubmaststapler, Schubmaststapler, Seitenstapler, Vierwegstapler oder Geländestapler. Und was ist mit Hochstapler? Mario! Was ist mit Hochstapler? Dazu auch ein kleines Video vorbereitet. NordVPN! Jeder Nutzer, der ein 2-Jahres-Abo von NordVPN in Deutschland und Österreich... Je größer das Paket, desto höher dem Gewinn... Zwei... Achtung! Diese... Bonusmonate aufs 2-Jahres-Abo plus ein Amazon.de-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro. Was war das denn, sag mal? Ich muss die Videos vertauscht haben zu Hause. Gut, Loni. Mach einfach gerne weiter, ist auch Gabelstapler egal werden überwiegend durch eine sich auf dem Fahrzeug befindende Person gesteuert. In der Regel laufen sie über einen Verbrennungs- oder Elektromotor. Das hat doch ChatGPT für dich geschrieben. Gib das erste Modell eines Gabelstaplers wurde in dem Unternehmen Eugen Clark im Jahre 1924. Der hockt am Handy. Das ist sehr sich entwickelt. Aus der Erfindung ist die Clark Material Handling Company entstanden. Die Firma gibt es heute noch. Gabelstapler können nach folgenden Kriterien unterschieden werden: Antriebsart, Diesel, Gas, Elektro... Sneaking me in my egg. Lunik ist jetzt schlafen, oder wie? Willst du uns schon verlassen? Ey, ich kann mich so nicht konzentrieren. Wieso, was ist denn los? Ja, die verarschen mich doch die ganze Zeit. Hört mal ja, auf. Ja, nur jetzt sitzen die Beine aber auch wirklich nur da. Und jetzt mach bitte weiter. Die meisten Frontgabelstapler haben in der Regel ein Lenkrad mit Lenkknauf oder Joystick. Für manche besonderen Anwendungen ist ein Gabelstapler mit speziellen Anbaugeräten vonnöten. Vonnöten? Hört, hört. Was ist denn ein Graf, oder was? Arbeitskorb, Anbaubesen oder Seitenspiegel. Seitenschieber als Beispiel. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, mir hat's jetzt ehrlich gesagt nicht so gefallen. Ja, wirklich sehr guter Vortrag, James. Hat mir gut gefallen. Wenn sonst jetzt jemand eine Frage hat, die du nicht beantworten kannst, würde ich dir eine 2 geben. Hat jemand eine Frage? Also, ich hätte eine Frage. Nee, ich bin nur im Lurk und da ich was mache. Bin aber tatsächlich nicht mehr lange da. Okay, Luni, dann viel Spaß im Lurk hier, ja? Mag es ja nicht. Ja, Mario, bitte. Dürfte ich vielleicht auf Toilette? Ja, natürlich darfst du auf Toilette. Und du hast ja gar nicht über die Sicherheit der Geräte gesprochen. In Deutschland ist ja eine jährliche Überprüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften, kurz UVV, der Berufsgenossenschaft vorgeschrieben. Mit was wird die durchgeführte Prüfung denn angezeigt? Ja, die verarschen mich doch die ganze Zeit. Hört mal auf. Ja. So, realer Irrsinn. Da freue ich mich drauf. Realer Irrsinn, Leute. Mal gucken, was los ist. Mächtiger Strände. Ich jeden Morgen. Mächtiger Ständer. Kleiner Baum in Wuppertal. Genau. Der Barmer Weihnachtsmarkt in Wuppertal hält für Besucher einiges bereit.
Traditionell steht hier immer ein mächtiger Baum und verdeckt das halbe Rathaus. Oh nein, wie schlimm. Meter, 12 Meter, the sky is the limit. Grundsätzlich waren die Bäume sehr... Die Kosmosen, die Schnurrbahn. Ach, dafür freue ich mich aber, dass die dir gefallen. Sehr schön. Die ganzen Jahre gab es einen schönen großen Baum. Und auch in diesem Jahr ist es wieder gelungen, ein Exemplar zu finden, das wahrlich großartig ist. Der Baum ist mir ein Begriff, ja. Man spricht drüber, ne? Und dann spricht man über den Weihnachtsmarkt. Vielleicht kommt den Leuten das hier zugute, wenn man nur hergeht, um sich den Baum anzugucken und dann vielleicht ein Fischbrötchen isst. Und hier ist er, der Wuppertaler Weihnachtsbaum 2023 beim Aufbau. Erhabene 5 Meter Festlichkeit. Ich habe zufälligerweise gesehen, wie der aufgebaut wurde. Da war ein riesengroßer Kran. Da hätten sie zig LKWs mit hochziehen können. Da ist er reingesetzt worden. Warum denn auch den Kran anpassen, nur weil Alter, der Baum kleiner ist? Da standen 4 Mann rum, die 4 hätten ihn auch alleine. Das ist doch so lächerlich. Nur weil man das Bauwerk nicht sieht für 2 Wochen oder 3. Alter, Weihnachtsmarkt, da muss ich unbedingt dieses Jahr einmal hin. Ja, geht da ruhig hin. Aber der Aufwand hat sich doch nun wirklich gelohnt. Das gibt's nicht. Solch ein Riesenständer und dann der Baum da drauf. Als er nackt war und alleine da stand, sah er wirklich ein bisschen erbärmlich aus. Aber geschmückt wächst er über sich hinaus. Die Marktbeschicker haben sich natürlich etwas gedacht bei diesem besonderen Baum. Vor circa 7 Jahren haben wir während der Aufbauzeit nachts Sturm gehabt und dann ist der Baum umgefallen. Habe ich dann gesagt, dann müssen wir eben mit einem kleineren Baum ran. Safety first. Wenn auch erst nach einigen Jahren. Denn auch nach dem umgefallenen Baum gab es noch größere Exemplare. Erst in diesem Jahr ist er auf gute Wohnzimmergröße geschrumpft. Das ist aber nicht mehr Wohnzimmergröße, das ist trotzdem sehr groß. Dennoch ein Hingucker. Welchen Baum? Na, sehen Sie den denn nicht, guter Mann? Hier. Den Weihnachtsbaum. Hier. Ach, da vorne. Chimago. Und jetzt auf einmal so einen kleinen... Nö, passt doch gar nicht. Erschreckend. Ich finde einen Baum, der höher gewachsen ist, schöner. Man sieht ihn ja kaum. Dabei ist alles doch nur eine Frage der Perspektive und der Relation. Der wirkt nur hier deshalb so klein, weil dieses imposante Rathaus nebenan steht. Eben. Und groß trinken kann man ihn sicher immer noch. Mit genügend Glühwein sieht man auch diesen Baum irgendwann doppelt. Ja, das war jetzt okay nur. Das war jetzt nur okay. Aber Leute, ich zock mir doch ein bisschen weiter. Super Mario. Sunshine. Gestern habe ich jetzt. Da kann ich wieder zocken.